Wir befinden uns hier auf der Mobile Tech Conference 2013 und neben mir begrüße ich Markus Juninger und Matthias Friedrich. Herzlich willkommen. Ihr hattet eine Session gerade. Erzählt doch mal. Ja, wir haben über Google TV gesprochen. Also vor allem Matthias hat über Google TV gesprochen. Und eben wie man, was da anders ist als bei Android. Letztendlich ist es eine Android-Plattform, aber es gibt da doch sehr viele Eigenheiten, gerade was die UI betrifft. Und eben auch gibt es natürlich auch spannende Möglichkeiten, die man machen kann mit Second-Screen-Anwendungen. Und vielleicht eine Frage an dich, wieso Google TV und nicht Apple TV? Also Google TV hat erstmal die Möglichkeit, eigene Applikationen dafür zu entwickeln. Das kann Apple TV nicht. Und Google TV integriert wirklich das Fernsehsignal. Das kann Apple TV auch nicht. Ja, die meisten kennen jetzt noch Apple TV. Google TV ist den meisten wahrscheinlich jetzt noch kein Begriff oder ist zumindest noch nicht angekommen. Wie lange wird das wohl dauern? Wann wird sich das durchsetzen? Schauen wir mal. Also frühestens 2014 hier in Deutschland nehme ich an. Also in den USA ist man schon ein bisschen weiter mit Google TV. Da gibt es schon erste interessantere Geräte. In Deutschland gibt es auch schon ein Gerät zu kaufen. Aber das hat noch nicht die große Verbreitung gefunden. Interessant wird es dann halt, wenn die Fernseher an sich auch Google TV schon drin haben. Und ihr beiden seid von Green Robot. Wollte ich kurz vorstellen. Genau, also ich bin Markus eben. Ich habe Green Robot gegründet. Seit 2007 mache ich Android. Und Green Robot ist halt einfach Technologie rund um Android. Wir machen eigentlich kaum was anderes, also sehr fokussiert. Und so, bist du dabei? Ich bin erst seit Ende letzten Jahres dabei, ja, seitdem ich mit dem Studium fertig bin und meine Leidenschaft ist Google TV. Und was hast du studiert? Ich habe Informatik studiert in Bremen. Okay, ganz klassisch. Dann sehen wir euch vielleicht im nächsten Jahr wieder auf der Mobile Tech Conference. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke.